Heute geht's zu Schafen, Schlössern und Pubs. Zu Burgruinen, bunten Türen, einem Delfin und ganz viel Natur in Irland und Nordirland. Ich starte meine kleine Rundreise in der irischen Hauptstadt, in Dublin, eine Stadt mit wunderbar alten Gebäuden wie der Christchurch aus dem Jahr 1030 oder dem Stadtschloss mit mittelalterlichem Turm. Dublin ist wahrscheinlich weltweit die einzige Stadt, in der ein ganzes Stadtviertel nach einem Pub benannt ist, das Temple Bar Viertel, das Ausgehviertel, in dem auch das irische Rockmuseum steht. Und natürlich die legendäre, fast 200 Jahre alte Temple Bar. Und wo wir schon bei trinkfesten Iren sind, dies ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Insel, die Guinness Brauerei. Hier riecht's nicht nach Bier, sondern nach alten Schinken, nach Lederpapier und ein bisschen nach Staub in der historischen Bibliothek des Trinity College mit 200.000 alten Büchern. Dublin ist eine lebenswerte, moderne Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. 2 oder 3 Tage sollten Sie einplanen für Dublin. Ich fahre weiter aufs Land, auf die Dingle-Halbinsel, eine der schönsten Ecken Irlands. Auch Dingle selber ist ein schnuckliger Ort. Er ist der Star mit eigenem Denkmal, Fungi, der Delfin. Seit den 80ern schwimmt er vor der Küste. Mit einem Fischerboot begebe ich mich auf die Suche nach dem Tier. An Bord warten alle auf den Delfin. Und tatsächlich, Fungi zeigt sich. Sogar mehrere Male. Mission eindeutig erfüllt. Ich kann gleich weiterfahren. Und zwar zu Schafen und Gemäuern wie diesem hier aus dem Mittelalter. Das hier ist Donegal Castle. Immer wieder tauchen auf der Fahrt alte Burgen und Schlösser auf. Wie Schloss Kylemore, in dem heute ein Kloster untergebracht ist. Dazwischen Schafe, Ziegen und Esel. Und das ist nach der Guinness-Brauerei die am zweithäufigsten besuchte Sehenswürdigkeit Irlands, die bis zu 214 Meter hohen Klippen des Cliffs of Moher. Über diese Stadt hat Ed Sheeran im Hit Galway Girl gesungen, das quirlige Galway, die europäische Kulturhauptstadt 2020. Dank der vielen Studenten und Touristen ist hier praktisch jeden Abend Party. Da geht's im hübsch rausgeputzten Westport schon beschaulicher zu. Westport ist eine bezaubernde Stadt an der Westküste Irlands. Mit einem Schloss, mit einem Schlosspark und einem Vergnügungspark. Zum Abschluss der Reise fahre ich nach Nordirland. Zu den eckigen Steinen an Giant's Causeway. Und danach geht's weiter nach Ballycastle. Eine Hängebrücke lockt hier viele Touristen an die Küste. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Viele lassen Nordirland links liegen. Das ist schade, denn auch hier ist es richtig schön. Auch in der Hauptstadt Belfast, hier am Rathaus zum Beispiel, außen und innen ein beeindruckendes Gebäude. Mit repräsentativem Treppenhaus und herrlich bunten Mosaikfenstern. Der Nordirland-Konflikt ist nach wie vor präsent wegen der Murals, der Wandmalereien von Katholiken und Protestanten. Aber auch wegen der 7,50 Meter hohen Mauer, die früher protestantische Straßenzüge von katholischen trennte und die bis heute steht. Mehr über Irland und Nordirland zum Nachlesen in meinem Blog colorfulcities.de. Wenn euch der kleine Film hier gefallen hat, abonniert gern meinen YouTube-Kanal und kommt schon bald mit zum nächsten Reiseziel.